Hallo und herzlich willkommen zurück zu Horsehaven World Adventures. Ja, wie ihr sehen könnt, heute Tag 20 schon. Zur Auswahl haben wir 6 rote Futter oder 24 Diamanten. Dann nehmen wir die Diamanten. So, und ich habe die letzten Tage ein bisschen was gemacht. Ich muss mal eben ganz kurz den Bildschirm zurück. Erstmal eben alles einsammeln. Also, ich habe einen ganzen Haufen Ställe aufgewertet. Ich habe ein bisschen gezüchtet. Und was ist hier eigentlich los? Mein Gott. Ja, also, ich habe gezüchtet, ich habe die Ställe aufgewertet und. Ich habe eine ganze Menge getan. Ich habe auch. Was habe ich denn noch gemacht? Ach, hier das Bauernhaus aufgewertet. Und wir sind schon mittlerweile Level 17. So, das sammeln wir ein. Oh, da wollte ich gar nicht hin. Und ich habe ein bisschen die Pferde gelevelt, so dass wir noch ein bisschen was verkaufen können, weil wir ein bisschen Platz brauchen auch. Ein neues Feld habe ich noch dazu gekauft. So. Und eine neue Futtermühle haben wir gekriegt. Die müssen wir noch weiter aufleveln. Und da klingelt das Telefon. Bin gleich wieder da. So, bin wieder da. Genau, wir wollten hier aufwerten. Das machen wir nochmal eben alles einsammeln. So. Dann können wir hier, glaube ich, nochmal ein bisschen was anpflanzen. Ja, wie ihr wahrscheinlich hören könnt, ich bin ein bisschen erkältet. Bin die ganze Zeit nur am Rumschnoddern hier. Aber bei dieser Jahreszeit ist das ja auch kein Wunder. So, was haben wir hier noch? Ach genau, das wollen wir nicht. Und das wollen wir auch nicht. So, dann wollen wir hier nochmal ein bisschen was ansetzen, wollte ich gerade sagen. Ein bisschen was anbauen. So. Ach, da haben wir kein Gras mehr. Okay. So, jetzt müssen wir mal eben gucken. Also, wir haben einen Appaloosa, einen neuen. Und eine Mustang, Stufe 2 haben wir hier. Dann haben wir, wo ist sie denn? Huh! Da ist der Quarter Stufe 3, habe ich gezüchtet. Und. Irgendwo da. Ne, das ist verkehrt. Ach, wo ist er denn nun? Da ist er. Der Appaloosa Stufe 2. So, und dann können wir mal eben gucken, wenn die anderen schon so weit sind. Dann können wir die nämlich verkaufen. Hier ist der Quarter 2. Und irgendwo hatten wir doch den Quarter 3. Genau da. So, wie weit ist sie denn? Ist erst Stufe 9. Dann müssen wir sie noch ein bisschen füttern, damit sie Stufe 10 wird. Und dann können wir sie verkaufen, dass wir wieder ein bisschen Platz bekommen. Bisschen was fehlt ihr ja leider noch. So, 23. Das ist nicht viel. So, dann haben wir hier den Appaloosa Stufe 1. Unsere Amy, die ist auch noch nicht so weit. Stufe 8, die muss noch ein bisschen. Und nun muss ich niesen, bin gleich wieder. So. Da musste ich einmal ordentlich niesen. Nun bin ich wieder da. So, hier haben wir unser Gras. Das ist fertig. Dann können wir hier blaues Futter machen. Und so. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt hier.
Das ist der Mustang. Das haben wir den Andalusia. Das ist der Appaloosa. So, der Quarter. Haben wir denn den anderen Quarter? Habe ich den denn schon verkauft? Muss ja. Ja. Das habe ich wohl schon. Nee, da ist hier. Genau, die Adana. In 2 Minuten. Gut, dann gucken wir jetzt erstmal eben schnell gleich nach Frankreich, nachdem wir das Rätsel gemacht haben hier. Das Quiz. Also, wie lautet das englische Wort für Pferd? Das ist Horse. Dann, aus welchem Gebirge kommt die Rasse Rocky Mountain? Das ist, glaube ich, aus den Appalachen, aber ich bin nicht sicher, war aber trotzdem richtig. Dann, durch das Champagner-Gen, das ist ein dominantes Allel. Okay, erhalten die Pferde orangene Hufe, seltene Fellfärbung oder violette Augen? Nee, seltene Fellfärbung. Okay, dann geht's hier weiter, ab nach Frankreich. Huch. So. Genau. Da habe ich nämlich... Nee, das machen wir jetzt nicht. Da habe ich nämlich gezüchtet. Und zwar... Tada! Einen Gelderland. Eine Stute Stufe 1. Okay, ich dachte, das hätte geklappt. Hat's nicht, aber das ist ja nicht so schlimm. Dann holen wir sie hier jetzt erst her und versuchen das nochmal. Lala ist auch kein schöner Name. Aber es ist ja auch egal, weil die werden wir ja sowieso verkaufen. Also wird sie VK heißen. Und dann sammeln wir dieses hier nochmal eben alles ein. Na, der Haufen will nicht. So, jetzt. Genau, hier habe ich noch eine zweite Bäckerei. Die könnten wir eigentlich dann auch nochmal aufwerten gleich. Aber, ich glaube, wir machen diese erst, dass wir die Apfelkekse herstellen können. 5000, oh mein Gott. Ja, nützt ja nichts. Wir brauchen es, damit wir ordentlich Geld verdienen können. So. So, was hatten wir hier jetzt? Den American Indian, genau, unsere Hope. Ich guck mal, ob wir eventuell sonst auch einen Hengst für sie finden. Und da unten fährt jemand vorbei, den wollen wir doch noch eben anklicken. Johnny Henderson mit Layali. Okay. Dann schicken wir dem Guten doch auch nochmal eine Einladung. So. Ja, ihr hört's, ich bin echt mega erkältet. So, dann wollen wir mal eben bei Amy gucken. Dass wir da ein Gelderland Stufe 2 kriegen. Stimmt. Völlig verwirrt. Ich dachte, wir hätten schon Stufe 2 ja gehabt. Aber da habe ich mich wohl etwas geirrt. So, jetzt weiß ich gar nicht, wo hat sie den denn? In Großbritannien, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Schon. Und genau, da ist er. Was hat sie hier denn eigentlich noch? Was ist das denn? Ein Anglo-Normann. Okay. Andalusien-Geld. Okay. Nee, das wollen wir jetzt nicht. Das ist ja auch süß. Ein Shire-Horse. So, wir versuchen es nochmal. Vielleicht ist uns das Glück hier heute. Und 8300. Naja. Was ist das? Nee, wir wollen kein Abo. Kein Abo. So. Hä, habe ich nicht genug Mützen, oder was? Ach, 6600. Oh, das gibt's hier gar nicht. Da müssen wir nochmal eben schnell ein bisschen was verkaufen. Das ist ja jetzt ein Lotto für mich ein bisschen... Ach, dumm gelaufen. Was haben wir denn zum Verkaufen? Eigentlich haben wir nichts zu verkaufen. Und doch hier, von denen können wir welche verkaufen. Dann haben wir 2000. 8600 hat es jetzt gereicht? Wir gucken mal.
Das ist natürlich, dann sind wir jetzt ja auch gleich wieder komplett pleite. Ach, schade, schade. Das Geld geht hier aber auch weg wie warme Semmeln. 8000, was kostet das denn? Wir gucken mal, ob wir eventuell sonst für unsere Hope einen Hengst kriegen, ob das eventuell günstiger ist. Der Gelderland, wo ist der denn? Der ist da unten, ne? Der ist ein bisschen, ich glaube, der ist teurer. Schauen wir mal, wo wir gucken können. Vielleicht ist es ja tatsächlich ein bisschen günstiger. Dann versuchen wir das. Ansonsten machen wir das gleich nochmal mit dem Geld an. Das ist natürlich immer ärgerlich, wenn das dann nicht klappt und das ganze Geld einfach weg ist. Es dauert nämlich ja Ewigkeiten, bis so ein Fohlen immer groß ist, bevor man das wieder verkaufen kann. Jetzt geht das Gesuch wieder los. Und irgendwie finden wir da wieder nichts. Das war ja klar. Ne, da hat keiner was. Ich glaube, in den höheren Leveln brauchen wir gar nicht gucken, weil die haben erst recht nichts. Die haben alles nur die höherstufigen Pferde. Wir gucken jetzt hier diese Reihe nochmal nach und sonst. Machen wir das mit dem Gelderland. Oder wir gucken nochmal eben bei Amy durch. Vielleicht hat die ja doch noch was. Ja, das ist natürlich jetzt ärgerlich. Aber das Geld geht hier auch echt weg wie warme Semmeln. Nee, hier ist nichts. Dann gucken wir jetzt nochmal eben ganz kurz bei Amy, ob die sonst noch eine American Indian hat. Aber das sieht nicht so danach aus. So. Nee. Nee. Das sieht da nicht nach aus. Naja, gut. Dann machen wir das jetzt mit dem Gelderland. Drückt die Daumen, dass das klappt. Das Geld nicht umsonst ausgegeben haben. Nash und Kaya. Okay, jetzt müssen wir ja genug haben. Neustart erforderlich. Ernsthaft jetzt. Gibt's doch nicht. Ja, dann machen wir das auch noch eben. So, dann gehen wir da jetzt nochmal wieder hin. Und probieren das Ganze. Wollen sie den Großbritannien stehen? So. Auf geht's. So, Nash und Kaya, 8320. Hä? Wieso habe ich denn jetzt schon wieder keine Münzen? Alle Achtung. Eben ging das doch. Ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. So, müssen wir mal gucken, dass wir was verkaufen hier. Davon können wir es verkaufen. So. Jetzt aber. Das ist ja wie verhext hier heute. So. Jetzt aber. Genau, an der Stelle waren wir nämlich eben eigentlich schon. So, 15%ige Chance ist ja eigentlich fast nichts. Aber... Oder ein Hengst wäre natürlich auch nicht schlecht. Haben wir hier den Hengst bei? Ja, den gelben. Okay, wir probieren es. Sonst ein Hengst wäre natürlich auch schön. Dann hätten wir unseren eigenen. Das kostet dann ja auch nicht mehr so viel. Und nein. Ach, einmal probieren wir es noch. War das nicht sonst so, dass sich das dann auch erhöht hat eigentlich? Wieder nichts. Naja, gut.
Aber jetzt haben wir zumindest einen Hengst, unseren Ixion. Ja, um Hilfe bitten brauchen wir nicht. Wir gehen doch mal eben einmal zurück und dann... War hier schon irgendwas fertig soweit? Nö. So, dann gehen wir hier hin. Hier ist bestimmt schon irgendwas fertig. Jo, ja. So, Aufgaben haben wir auch abgeschlossen. Da gucken wir nochmal eben rein. Hoch. So, besitze ein Bauernhaus der Stufe 3 in Montana. Guck mal, da hätten wir auch noch ein bisschen Geld gekriegt. Züchte ein Pferd nach deinen Anforderungen. Sehr schön. Erhalte ein Bauernhaus der Stufe 2 in Duville. Bäckerei in Duville und Paddock und rotes Futter. Mein Gott, eins nach dem anderen. Jetzt hätten wir auch genug Geld gehabt. So, und Tagesaufgabe. Wir haben alle Tagesaufgaben für 5 Tage erfüllt. Bitte nimm dafür dieses mysteriöse Geschenk. Oh, Dankeschön. Was war denn das? Ein Wagen? Was ist ein Wagen? Eine königliche Kutsche. Oh, wollen wir die hier hinstellen? Kann man aber schon schräg. Komm, können wir doch hier vorne hinstellen? Sieht doch schick aus. So. Dann wollen wir hier aber nochmal eben schnell was Neues ansetzen. Anbauen, anpflanzen. So, das. Dann hier noch ein bisschen Mais. So, ja, guck, jetzt haben wir nämlich wieder 4000 Münzen. So, die gute schicken wir nochmal raus. Kostet auch wieder 550 Münzen. Gott, das ist alles teuer. Und das bringt nur 22 Erfahrungspunkte. Das ist ja fast nix. So, wen müssen wir hier denn jetzt noch? Wen haben wir hier? Das ist der Mustang 2. Fabio von Andalusia. Amy ist der Appaloosa. Das ist der Quarter. Ich komme ja auch schon völlig durcheinander. Das ist der Appaloosa 2. Die können wir noch, den können wir noch füttern. Können wir da auch noch mal einen Appaloosa 3 züchten. Aber das machen wir dann. Das machen wir jetzt nicht. Weil jetzt im Moment haben wir gar kein Geld dafür. Müssen wir erstmal noch wieder ein bisschen sparen. Und gucken, dass wir hier so ein bisschen wieder zu Münzen kommen. So. Okay. Dann machen wir noch mal eben schnell ein Rennen. Dann machen wir das Rennen in... Wann kriegen wir das denn überhaupt? Level 18. Das ist schön, weil da gibt es nämlich ordentlich Münzen. Machen wir das jetzt in Mexiko oder in Brasilien? Ja, machen wir mal Brasilien, wenn wir genug haben. Das sieht aber nicht so aus. Doch, da. Unsere Cammy, die hat 15. Da passt das doch. So, und los geht's. Und die hat so schöne Augen. Was ist denn das? Blau-lila. Schick. Und tolle Musik haben wir hier. Ah, hier ist das mit dem Schieben immer. Das klappt immer nicht so schön mit der Maus. Ich hoffe, dass das jetzt nicht schief geht. So. Allzu weit kommen wir hier natürlich auch noch nicht. Dafür müssen wir die Pferde weiter trainieren. Aber ein bisschen kriegen wir doch schon zusammen. Damit wir unser Konto wieder ein bisschen aufstocken können hier. Kriegen wir hier gar kein Herz mehr? Schade. Hätten wir ein Stückchen weiterlaufen können, aber es sieht nicht so aus. Ne, das war's.
So, 661 Meter, 75 Auftrittsbelohnung und 784 Münzen haben wir gesammelt. So. Ja. Das sammeln wir noch eben ein und machen dann nochmal etwas Neues rein. Ja, und dann würde ich sagen, war es das erstmal wieder für heute. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dann. Tschüss.